Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wir sind in der letzten Aufnahmesession in Morolosch, der großen Zwergenstadt, angekommen, die wirklich groß und beeindruckend ist, weil mit dem Grat in der Mitte. Und ja, wir haben hier den Waffenmeister, mit dem haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ja, sonst hätten wir den Todesstoß gelernt. Und Vorgrim Hammerschlag. Beide sehr nette, wichtige Skills. Jetzt sind eigentlich alle, was die ihre Skills angeht. Oh, ausweichen braucht sie noch einen. Kann man wir das hier bei ihm lernen? Schildkampf. Ausweichen, ja. Gut. Ein Schwert einbauen. Sie braucht, glaube ich, nichts mehr. Naja, Meisterschütze. Bräuchte sie höhere Fernkampfbasis, aber nö, das ist okay. So, Ausdauer ist eigentlich auch okay. Dann geben wir bei ihr mal wieder Punkte in die wichtigsten Sachen. Sanja. Bei ihr auch. So, Maximum an Lebenspunkten ist nie verkehrt. Vorgrim. Ein Punkt in Hiebwaffen. Und das war's erstmal. Und ich hab eh nicht mehr viel. Ja, gut. Okay, dann reden wir mit dem Händler hier. Tretet nur näher. Ich biete eine reiche Auswahl verschiedenster Güter aus Morolosch an. Möchtet ihr einen näheren Blick riskieren? Ja, zeigt her. Oh, der hat die schönen Sachen. Also gerade zwergische Sachen. Zwergische Sturmhaube zum Beispiel. Also ja, vergleichen wir lieber mit Vorgrim. Ein Zwergenhelm hat nur eine Behinderung, hat aber fünf. Also ja, ich glaube, wir werden uns hier mit Vorgrim noch eindecken. Mit zwergischen Plattenschultern. Okay. Ja doch, zwergische Plattenschultern sind besser als die normalen Plattenschultern, um einiges. Also, um einen Punkt jeweils besser und weniger Behinderung. Zwergische Panzerhandschuhe sind zum Beispiel auch sehr viel besser, weil sie eine Behinderung, die Hälfte an Behinderung haben. Ja. Zwergische Sturmhaube macht 5. Und der Zwergenhelm hier macht auch 5. Ja, das ist sogar gut. Zwergischer Plattpanzer, ja, der ist so viel besser eigentlich. Als das Kettenhemd allerdings hat er auch doppelte Behinderung. Zwergisches Kettenhemd ist genauso gut wie das Kettenhemd aus Ferdok. Also eigentlich schlägt leider nicht viel hier, das... Ja, Zwergen-Panzerstiefel, die bringen leider nicht so viel, weil die müssten wir Schuhe und Beinschienen tragen. Und wir tragen hier Schuhe und Beinschienen... Mit dem Doppelten, aber halt auch mit der mehr als dreifachen Behinderung. Nee, wenn, dann kaufen wir auf jeden Fall einen neuen Helm. Neue Handschuhe. Einfach um die Behinderung zu senken. Platten auf jeden Fall. Armschienen gibt es leider keine. Okay. So, damit haben wir den Händler Moblosch.
Ja, ich habe die Stadt des Gebietsschwalbe, das Boblusch besucht und kann nun dem Schreiber davon berichten. Und das gibt sogar Erfahrungspunkte. So, hier ist Aldesia. Mit Grandiola Vianorosha. Seid gegrüßt. Was liegt euch auf dem Herzen? Wie ist denn euer Wärtername? Ui, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Gradiolia Vianrosha. Ich bin erfreut, euch kennengelernt zu haben. Dann reden wir mal mit ihr. Ja? Was ist euer Begehr? Was macht ihr hier? Ihr seid ja lustig. Offensichtlich bin ich eine Krämerin, treibe hier Handel mit den Zwergen. Wenn ihr seid eine Ward aus der Kumwüste, sucht seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Wie sieht's aus? Ja, kann ich eure Waren sehen. Aber gerne, ihr findet sicherlich etwas Interessantes für euch oder eure Liebsten. Ja, dann lasst mal sehen. Hey, wir haben Stufe 13 erreicht. Also ja, sie verkauft orkischen Kompositbogen, warum auch immer, Doppelkunstschommer und normalen Kunstschommer. Barburina-Hut, der sogar den Rücken etwas deckt, aber nicht so wirklich gebraucht wird. Schwarze Pluderhose, tulmandische Stiefel, ja. Stoffmantel, der nicht viel bringt. Also ja, wir können Schwerter um eins steigern. Jetzt müssten wir alle auf Stufe 13 sein. Wir könnten vielleicht noch Stufe 14 erreichen, aber 20. Die Frau sieht aus, als würde sie nie einen trinken. Ah, sowas macht mich immer misstrauisch. Ja. Das hier ist abgehakt. Jetzt noch der Waffenhändler und der Händler Watzmosch. Ja, wo sind denn die beiden? Ach, da drüben. Ja, die kamen als letztes, genau. Händler Watzmosch und Waffenhändler Dornax. Vielleicht finden wir dort eine nette Axt für Vorgrim. Leichter Plattpanzer. Visierhelm. Ja, der Visierhelm sieht komisch aus. Und ja, ich muss dringend mal zurück in meine Bude und dort Zeug loswerden. Kommt näher, schaut! Die besten Werkzeuge Murolochs. Alles für den Holzwerker, Plättner und Schmied. Selbst Väterchen Aramboloch kauft bei uns ein. Aha, Väterchen. Zeigt mir mehr. Also ja, Eidbeersäfte, Eidbeeren. Branzer im Rezept, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das werden wir später nämlich ganz dringend brauchen, noch mehr Branzer. So, für die Brandsalbe. Kornischinis, Salbenfett und Kohle. Also nichts, was wir nicht auf Vorrat hätten. So, dann bleibt noch der Waffenhändler. Androsch zum Gruße. Ich bin Dornax, Sohn des Dorumas. Welche Ware kann ich euch heute verkaufen? Ihr seid also ein Händler? Ja, richtig. Ich verkaufe hier Waffen und Rüstungen, also das Feinste, was Murolosch zu bieten hat. Dann zeigt mir mal ein umfangreiches Angebot. Also, Rüstungen sehe ich hier nicht. Aber dafür einen Eisenwalder. Sehr geringe Nachladezeit. Aber dafür geringe Spattkraft. Ja, schwere Armbrust. Leichter Ballester. Leichte Armbrust, die Kugeln verschießt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie genau das geht mit dem Ballester.
Felsenspalter ist eine Zweihandwaffe. Vorgrim. Mal interviewen dazu. Zwergenskraja zu der Biaka. 1W5 plus 1, 1W. Also 1W plus 5 und 1W plus 6. Aha. Und der Lindwurmschläger wäre nur. Ja, der wäre genauso gut wie die Biaka. Also wahrscheinlich eine Zwergenskraja. Drachenzahn ist Dolch. Eisenschilde brauchen wir keine. Drachentöter haben wir, ist eine Zweihandwaffe. Zwergenschlägel ist leider auch eine Zweihandwaffe. Also nehmen wir die Zwergenskraja. Lass das mal Vorgrim machen. So. Ich versuche mein Bestes. Gut, damit haben wir den Waffenhändler. Dordax Warenangebot habe ich mir nun angeschaut. Und Watzmosch, ich habe mir das Angebot des Zutatenhändlers Watzmosch angesehen. Ich habe mir nur alles angesehen, was auf Simbads Liste stand. Ich bin sicher, er wartet schon voller Ungeduld auf meinen Erfahrungsbericht. Ich sollte ihn nicht länger warten lassen. Ja, berichte dem Schreiber. Ach ja, der Zeugwart. Da holen wir uns ja auch noch was ab. Und hier ist ein Schmied. Angrosch zum Großen. Das Schmieden ist die höchste Kunst, die der göttliche Weltenbaumeister uns lehrte. Ihr wollt sicher ein wenig von dieser Gabe lernen. Ja, zeigt mir bitte eure Auswahl, Bauanleitung und Zutaten. Drachentöterhammer, Eisenwalder Kurbel und ein Schneidezahn ist eine Wurfwaffe. Okay, brauchen wir alles nicht, aber die Steineiche hätte ich gerne. Einfach mal, weil wir es können. Schmiedeschürze und Arbeiterhandschuhe. Ach, gib uns auch die Kohle mal. Oh. Eine Kohle. Ach nee. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Kohle. Und etwas Steineiche. Ja, die Eisenwalder Kurbel, alles Mögliche hier. Schlüssel. Garrosche, Freund von Murolosch. Ich bin Ortosch, Sohn des Omplomosch, der Zeugwart des Königs. Man hat mir Bescheid gegeben. Euch steht eine Belohnung aus den glorreichen Waffenkammern von Murolosch zu. Wählt sie mit Bedacht. Malgramosch zu Gareti, Hammervater. Ein mächtigen zweihändigen Hammer, der seine Gegner zu Boden schleudert. Kagroscher zu Gareti. Gut gemacht. Eine Streitaxt voll mythischer Kraft. Das Gewand der Verwirrung. Das auf wundersame Weise Angriffe gegen den Träger fehlschlagen lässt. Kann ich hier eigentlich einen Quicksave? Nein, kann ich nicht. Schade. Der Titaniumring der unbändigen Kraft, der die Stärke seines Trägers über das natürliche Maß hinaus erhöht. Ich würde sagen, ich nehme das Gewand. Eine grandiose Wahl. Dieses Gewand wird euch gute Dienste leisten. Mit magischem Fädengewebe legt es die Gedanken und damit auch Waffen eurer Gegner ab, sodass sie euch verfehlen. Es war einst ein Geschenk an einen zwergischen Prinzen für seine Tapferkeit. So viel ist bekannt. Aber wer es schuf und ihm schenkte, wird immer ein Geheimnis sein. Danke. Los, du musst schnell mit mir zum Tempel kommen. Etwas Schreckliches ist passiert. Ja, ich komme gleich. Also, wir haben geschlossen, ehrenwerte Gäste. Der Zwergenkönig hat den Kämpfer der Drachenquest herzlich empfangen. Nun ist es Zeit, die legendäre Stadt Murolosch zu erkunden.
Nimm das Geschenk entgegen. Der Zeugwart hat mir als Dank für meine Hilfe ein wirklich kostbares Geschenk überreicht. Mhm. Vergiftung von Zolgorax. Zolgorax wurde vergiftet. Ich muss ihm helfen, denn er ist nicht nur ein bedeutender Mann in Murolosh, sondern auch eben derjenige Zwerg, der umfassende Kenntnisse über die Geschichte Murolosh besitzt. Wenn jemand von den Höhlen unterhalb Murolosh weiß, dann wohl er. Sprich mit Lugosch im Tempel. Ich sollte mich zum Tempel begeben und dort mit Lugosch sprechen. Ja. Vorher kann ich ja mal schnell dem Schreiber...